What the fuck? Was ist mit mir? Ich bin wieder da mit Happy Wheels und ich bin gleich im Level, weil ich mein Intro einfach überspringe diesmal. Nice! Ich bin so gut! Ich falle einfach runter. Ich lebe noch. Wieso bin ich so weich aufgekommen? Leute, ich habe mal wieder die Story zu erzählen. Und das kann man super bei Boy Froh. Halt so! Lass mich in Ruhe. Ich will nochmal ein Why hören. Ich habe gewonnen. Machen wir nochmal. Ne, machen wir nicht nochmal. Da kommt nichts Interessantes mehr, glaube ich. Also, ich habe eine Story zu erzählen. Meine Eltern. What the fuck? Meine Eltern haben sich eine neue Küche gekauft. Eher rausgelassene. Und, die haben wir diese Woche, also letzte Woche, gemacht. Oder halt reingebaut, aber die ist noch nicht ganz fertig und jetzt sind die in Urlaub gefahren nach Südtirol und mein Bruder und ich sind allein daheim. Das ist schon mal nicht so geil, weil ich krieg gerade einen Anruf. Okay Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal so erzählen soll, aber mich hat gerade jemand ohne Nummer angerufen, hat gesagt ja, ich habe ja anscheinend mal ein paar Türken zusammengeschlagen und bin von der Schule geflogen. Ich wollte das eigentlich in dem Video gar nicht erzählen. Das war mal so. Ihr kennt ja noch den Max, den Stinkepeter. Der hat eine Klasse, die ziemlich dumm ist. Die meisten Leute da drin kennen mich. Und ich wollte in deren WhatsApp-Gruppe und wir haben einfach so getan. Also nur so zum Spaß. Und wir haben dann einfach so getan, als würde ich zu denen in die Klasse kommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, also wir haben gesagt, dass ich mal von der Schule geflogen bin, weil ich irgendwelche Leute zusammengeschlagen habe, weil die mich diskriminiert haben und was weiß ich. Ich bin Deutsch. Und eine, die eigentlich mit mir befreundet war zu dem Zeitpunkt, die hat das wirklich geglaubt. Und die anderen haben es auch viele geglaubt. Und ich bin dann halt immer. Ja, der kommt doch das nächste Mal und was weiß ich. Und jetzt ruft mich gerade jemand an. Ja, hey, du bist doch mal von der Schule geflogen. Und ja, weil du irgendjemand zusammengeschlagen hast, bla bla bla. Und ich so, wer ist denn das überhaupt? Ja, weil ich halt keine Ahnung hatte, wer das war. Weil No Caller ID dran stand. Oh oh. ja, und. Tschüss, Timmy. Dann. Final Round. Ja, keine Ahnung, dann hat sie gesagt. Also es war ein Mädchen. Dann hat sie gesagt. Nein, Spaß. Also. Und dann hat sie einfach aufgelegt. What the fuck? Ich wollte es gerade drin lassen. Also ich wollte den Anruf drin lassen. Hätte man wahrscheinlich nicht viel gehört. Aber die hat gesagt. In welcher Stadt ich angegeben habe, auf die Schule zu gehen. Und das wäre nicht so gut, wenn ihr das wisst, meine Kleinen. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor mich jemand angerufen hat. Meine Eltern sind in Südtirol, und die haben gesagt, ich soll die Spülmaschine ausräumen. Dachte mir, ja, okay, kein Bock, aber ja, dann mache ich das halt und nice. Dann bin ich gestern in der Früh aufgestanden, habe was zum Essen gemacht, dann habe ich gesehen, oh, Spülmaschine muss man doch ausräumen. Dachte ich mir, ja, okay, machen wir das. Ja, war keine gute Idee. Die Spülma, also die Küche ist ja noch nicht fertig, wie gesagt. Und dementsprechend ist die Spülmaschine auch noch nicht gescheit fertig. Ich habe die aufgemacht. Und die Spülmaschine hat ja so eine Tür vorne dran, kennst du ja. Die ist dann einfach wieder zugeklappt. Dann dachte ich mir, okay, die ist halt nur nicht gescheit befestigt und was weiß ich. Und wieso bleibe ich immer bei dem Typ stecken? Ich hoffe, ich komme da irgendwie raus. Verpiss dich! Ah. Ich habe keinen Bock, den Typ jetzt mitzunehmen. Alter.
Dann habe ich das halt so gemacht, dass ich das untere Fach rausgezogen habe, dass das halt aufbleibt, die Tür, dass sie nicht gleich wieder zuklappt. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich jetzt aber nicht gleich das obere Fach, das untere Fach ausräumen, weil sonst habe ich nachher wieder kein Gewicht auf der Tür und dann geht die wieder zu. Dann wollte ich zuerst das obere machen, aber weil die Spülmaschine eben noch nicht ganz fertig ist, war das dann so, dass die Spülmaschine einfach mal, weil sie noch nicht an der Wand befestigt war, oder an eben, keine Ahnung, die war noch nicht befestigt, ist dann einfach mal nach vorne umgekippt. Ich, spontan wie ich bin, reagiere, fange sie auf. Gläser kaputt, schön, war richtig nice, what the fuck? Was muss ich machen? Aha. Würde man nicht sterben, wenn man da reinfliegt, wäre das ganz cool. Ja, das war dann halt ein bisschen stressig, weil ein paar Gläser kaputt gegangen sind und ich die Spülmaschine nicht ausräumen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Alter, also meine... Ah, das habe ich schon gesagt, dass meine Eltern das von mir wollten, dass ich die ausräume. Nicer Microhammer. Ja. Das war dann halt ein bisschen stressig. Aber, mein Gott, dann habe ich sie vorher eben ausgeräumt, so bin ich gerade drauf gekommen, weil irgendwie muss man ja ein bisschen was für den Haushalt tun. Dann habe ich was Leichteres einfach vorne hingelegt und die anderen Fächer nicht so weit rausgezogen, dass sie nicht wieder umkippt. Sie war einmal wieder kurz davor, da dachte ich mir, nein, das machst du jetzt nicht. Mein Kopf hängt ein bisschen. If you find it hard to jump over them, use Shift oder Control, you will jump higher. Welches jetzt? Shift oder Control? Achso, geht beides, denke ich. Okay. Mein Kopf ist wieder draußen, dann kann ich hier. Ja, das war schon ein bisschen stressig. Alter, wer ruft denn daheim die ganze Zeit an? Was soll denn das? Mein Haustelefon klingelt gerade die ganze Zeit, Leute. Seid ihr das? Wenn es einer von euch ist, dann lasst mich in Ruhe. Ach, kein Bock mehr, Alter. Macht es doch selber, dein Scheiß-Level. Du Missgeburt. Ich hab dich nie wirklich geliebt. Übrigens, wenn diese Folge hier rauskommt, habe ich, also wenn ich das richtig eingeplant habe, dann habe ich da Geburtstag. Einfach so. Also schreibt jetzt in die Kommentare, Wesley Missgeburt, mach nie wieder Videos. Mir egal, ob du Geburtstag hast, du bist trotzdem scheiße und mir ist heiß. Also das sollt ihr nicht in die Kommentare schreiben, weil mir heiß ist, nicht euch. Macht mich nicht nach. Der Sound am Anfang regt echt auf. Ein bisschen. Das ist schon ein bisschen scheiße. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich habe noch nie so ein behindertes Spike vorgesehen. Das ist einfach... Ah! Entschuldigung für den Schrei. Ach so, das Video am Montag. Das ist ein bisschen spät rausgekommen. Also, ich habe es noch gar nicht hochgeladen und es ist noch immer noch Montag. Normalerweise kommen meine Videos um 14 Uhr, jetzt ist es gleich 17 Uhr, aber ich hatte am Wochenende einfach keine Zeit, habe viel mit Freunden gemacht und dann hatte ich weder Zeit, meine vorhandenen Videos zu rendern, noch eben mir einen runterzuholen, nein, was sollte ich sagen, noch irgendwas aufzunehmen, genau. Und deswegen kam das am Montag ein bisschen später und ich versuch's jetzt noch einmal, dann ändere ich das Level. Nice, einmal noch.
Was bin ich? Best in the world. Das reicht mir. Nochmal einen Schluck trinken. Und dann spielen wir noch. Rope Swing Colors 1 und runden das Ganze damit ab. Ich hold, ich fall um, ich schwing. Ich bin dein Gott. Ich mag Rope Swing, aber das ist mir echt zu schlecht designt. Also, es ist kein schlechtes Level. Die gut designt sind, sind meistens sehr kurz. Oder oft. Aber. Naja, ich find's einfach schöner, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt. Das versteht ihr bestimmt. Aber war ein gutes Level. Und ich würde sagen, mit einem gebrochenen Bein, durchgebrochenen Bein, gehen wir jetzt alle nach Hause. Und wenn's grad spät bei dir ist, dann gehst du jetzt ins Bett, mein Süßer. Gute Nacht. Ich weiß nicht, warum ich gute Nacht sage. Es ist 5 Uhr nachmittags. Aber, danke fürs Anschauen, abonniert, wenn ich super bin, als Geburtstagsgeschenk, weil heute mein Geburtstag ist. Also nicht, wenn ich das sage, das ist komisch, wenn ich das sage, obwohl es nicht stimmt, aber wenn das oben ist. Und, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Peace.